Ja, moin, liebe Leute. Boah, heute Morgen bin ich total beschissen aufgewacht. Ach, alles Scheiße, Medikamente werden immer, man merkt, wird immer weniger. Und ich bin auch morgen schon so scheiß Nachrichten über WhatsApp, warum der nicht die Tabletten von mir gekriegt hat, sondern der. Boah, ey, mich kotzt die ganze Scheiße nur noch an, ne? Ja, Joghurt. Wie gesagt, diese Geschichte da mit diesem Zug, das ist, also ein Kollege von mir ist, ein Zug, soweit ich das verstanden hat einen Schaffner gefragt, wo der Zug nach Kreuznach oder wohin fahren sollte, und wir hatten einem gezeigt, ist eingestiegen. Ja, und dann hat sich aber herausgestellt, das war der falsche Zug. Und ja, dieser Schaffner am Zug, also ist falsch hier, ne? Ja. Also ich gebe nur das wieder, was er mir erzählt hat, ne? Was er jetzt alles so war genau. Ich war nicht dabei, ich gebe es nur wieder. Ja, ich sage, ja, komm, gib mir 8 € und dann ist das gut. Ne? Und hat immer so eine Quittung verlangt, ne? Nix, nein. Ja, der Schaffner hat sich die wohl in die Tasche gesteckt. Ich habe das aber auch schon mal erlebt. War von Aachen zurück im IC. Da hat man auch nicht genug Geld. Und er hat gesagt, gib, was ihr habt, und dann bleibt er in der Ecke sitzen und dann ist gut. Aber der war wenigstens korrekt und hat nicht im Nachhinein noch ein Ticket geschrieben wegen Schwarzfahren. Aber dieser Schaffner hat es wohl getan bei dem. Ja, und da wurde er in Abwesenheit, ohne sich verteidigen zu können, das ist hier in Deutschland ja auch legal, ne? Nennen wir es mal legal, dass man einen in Abwesenheit verurteilen kann. Es geht aber, soweit ich weiß, auch nur bis zu einem gewissen Strafmaß, ne? Ja, das haben sie bei dem wohl getan. Ja, ist in Berufung. Er hat dann, Moment mal, hat seine Strafe wurde irgendwie bekommen mit so Sozialstunden, oder was das war, hat das abgearbeitet, genau. So, und alles fertig. So, jetzt wollen die den anscheinend aber nochmal verknacken. Das ist, glaube ich, in Deutschland nicht erlaubt, dass man für eine Sache zweimal verurteilt wird. Ne? Und mal wieder so ein Ding. Die wollen ihn mal wieder verknacken. Der ist clean, nach dem Maßregelvollzug liegen geblieben, hat Arbeit, hat Wohnung, hat alles. Ne? Aber irgendwie, die meinen sie, also erst ist er in Kreuznach verurteilt worden zu diesen Sozialstunden, und meins ist aber irgendwie, was weiß ich, in Berufung, keine Ahnung, was, aber die wollen ihn nochmal verurteilen. Ne? Und das geht nicht. Ne? Ja, ich muss mich da nochmal genauer schlau machen, wie das genau gelaufen ist. Ich bin in Gedanken auch nicht ganz jetzt bei der Sache. Weiß halt nur, dass wieder, mal wieder, merkwürdige Dinge am Abziehen sind. Und ich bitte euch, ich meine, ich bin nächstes Mal wieder 2 Monate weg, habe ich euch ja gesagt. Schreibt, gebt mir Kommentare, berichtet über eure Erlebnisse. Ich gebe die weiter. Ich gucke, dass ich schon einen Speicherplatz voll, gell? Da geht nichts mehr. Ich muss eine neue SD-Karte kaufen. Ja. Ja, auf jeden Fall. Ach. Momentan läuft das Leben nicht gerade so rosig, ne? Ja. Was soll ich machen? Bin mal gespannt, wo ich
die 2 Monate absitzen muss, ich einen Entzug überstehe, ich werde ihn überstehen, das ist, da besteht kein Zweifel, ne? Aber momentan habe ich auch viel körperliche Probleme, Knie, ja, ich will mit jammern, ist halt so, ne? Das ist halt das Alter, da kommt ein Wehwehchen, da ein Wehwehchen, ist so. Ne? Ich kann nicht mal ein bisschen von der eine kurze Story noch, bevor ich sie so fertig mache. Ich war in Dietz in der Organisationshaft und ja, so gegenüber von mir hat einer gelegen. Dann habe ich gesehen, noch in der Dusche, der hatte ein dickes rotes Bein. Ne? Ich als Laie hatte die Vermutung, dass der eine Thrombose hat. Ne? Ich sage, ey, das sieht in meinen Augen aus wie eine Thrombose. Warst du schon beim Arzt gewesen? Und er sagte, ja, das ist alles in Ordnung. Ne? Ich dachte, wenn das alles in Ordnung sein soll, dann weiß ich nicht, wohin du noch mutieren willst. Ne? Das sah gar nicht in Ordnung aus. Ja, und dann irgendwann nachts, ich meine, ich konnte eh nicht gut schlafen, weil ich von so Tabletten abdosiert worden bin, habe ich nur Bewegungen gehört, Hektik, Tür auf und dann habe ich gehört, wie so ein Rollwagen, so aus dem Krankenwagen, so diese Rollwagen da so, an dem mit 4 Rädern, was trappelt, da richtig die Zelle da gerollt ist. Ja, am nächsten Tag gucke ich, ja, weg war der, ne? Also kein Namensschild mehr da, nichts mehr. Ja, dann habe ich. Kann nur in der Dietzmann ist so, wenn einer verstirbt, dann macht der Pfarrer eine Durchsage durch die Rufanlage und bittet zum Trauergottesdienst von dem verstorbenen Herrn, bla 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 bla, ich weiß nicht, wie er hieß. Machen die dann eine Durchsage und wer daran halt teilnehmen möchte, sollte sich doch dann schriftlich im Antrag an ihn wenden, ne? Ja, also, ja, ist gestorben, ne? Also, und dieser Arzt, aber ich glaube, ist doch kurz danach, haben sie ihn auch abgeschossen, ne? Aber es kommen immer wieder so Ärzte nach, die, ich weiß nicht, warum, die da, solche Ärzte, vielleicht können sie, vielleicht haben sie dieses Studium gemacht, abgeschlossen, aber entweder können sie es nicht oder sie wollen es einfach nicht können bei uns Menschen, weißt du? Wisst ihr, so Kriminelle. In anderen Ländern ist das hier gar nicht kriminell, was die machen, ne? Nur bei uns, ne? Also viele Sachen, ne? So, guckt euch Facebook an. Tyson, der rostet einen Joint nach dem anderen. Ne? So, da wird sogar noch verherrlicht. Ne? So, um mich verurteilen sie da, wegen, weil da vor mir 0,6 Gramm Marihuana auf der Wiese liegen. Ne? Für 2 Monate Haft ohne Bewährung. Ja, Bewährung hätte ich eh nicht angenommen. Egal. So seht ihr, wenn er doch hier verboten ist, ne? Ja, sollen sie sich dran halten, dann sollten sie auch diese Werbung wegmachen. Ne? Alkohol und Tabakwerbung ist nicht erlaubt. Ne? So, was weitaus schlimmer ist, ne? Gesundheitlich. Und hier werden die Sachen ins Internet gestellt von Prominenten. Ne? Ich meine, in Kiffenkammer ist nichts zu sagen. Ne? Aber
Ja, und andere, die rauchen halt und werden verknackt, ne? Ja, ihr wisst, was ich meine, ne? Was ich gerade gesagt habe, ne? Also widerspricht sich alles hier, ne? Ja. Und dann immer, dann gehen die Kippern da und aus. Ja, von der einen Person habe ich auch schon ewig nichts mehr gehört. Ich weiß gar nicht. Ich glaube schon wieder eine gute Woche nicht mehr. Naja. So. Wie hat sie ja gesagt? Sie liebt, den liebt sie. Mich liebt sie als Freund. Wenn sie mich als Freund lieben würde, dann würde sie sich auch noch von sich aus melden. Nicht immer nur ich mich bei ihr. Also ist das auch keine Liebe, ja. Freundschaftliche Liebe. Ja. Ich werde mal gucken, ich habe es heute ein bisschen eilig. Ich muss noch ein bisschen was erledigen. Ich wünsche euch einen angenehmen Tag, ja. Und ja, bis die Tage morgen, übermorgen, heute vielleicht noch mal sehen, ja. Bis dann, ciao.